Liebe Familien, wenn wir am Karsamstag mit den Kindern die Osternacht vorbereiten und diese Liturgie mit ihnen feiern, dass sie einmal fähig werden, auch bei der großen Osternacht mit dabei zu sein, da beginnen wir beim Heiligen Grab. Wir stehen vor dem Allerheiligsten, das ihr jetzt auf dem Bild seht. Jesus ist nicht tot, er lebt. Und auch wenn wir diese heiligen Tage, Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag durchleben, Jesus ist nicht tot. Er ist vor über 2000 Jahren wieder auferstanden und er lebt mitten unter uns und er lebt in der Ewigkeit. Wenn ihr also heute diese Feier, die wir sonst in der Kirche miteinander begehen, zu Hause feiert und euch Gedanken macht über Tod und Auferstehung Jesu, über das, was er in den letzten Tagen erlebt hat, und euch dann mitfreut, dass er lebt und dass auch wir dieses Leben feiern dürfen, dann denke ich, verbinden wir uns mit der Weltkirche, mit all jenen, die an die Auferstehung glauben. Seid frohe Menschen, seid Menschen, die Zukunftshoffnung haben und geht hinein in diese wunderbare Feier, die dann am Ende mit dem Schlusssegen euch hinein entlässt in eine Nacht, die ganz wunderbar ist. Und so wünsche ich euch, dass ihr jetzt diese Feierlichkeiten erleben könnt als etwas für euer Herz, mit euren Mitmenschen, die auch unter Umständen jetzt weit, weit weg sind, weil sie mit euch nicht feiern können. Diese Sehnsucht, ihnen wieder zu begegnen und dann Auferstehung auch nach dieser Corona-Krise zu empfinden und zu feiern. Das wünsche ich euch. Jetzt eine gesegnete Feier.